Wir laufen zum Mall of Asia in Manila. Wir sind gelaufen jetzt von unserem Hotel aus. Hotel 101, 101 in Pasay. Wir gehen in das riesen Einkaufszentrum hier in Manila in Pasay. Mall of Asia. So sehen die Straßen aus in Manila, Einkaufszentrum. Wir laufen Richtung Einkaufszentrum, wie gesagt. Es ist gerade 16.32 Uhr. Gestern sind wir angekommen in Manila und wir waren natürlich sehr müde wegen dem ganzen Jetlag. Wir haben vielleicht über 10 Stunden geschlafen, denke ich mal. Heute sind wir etwas fitter. Wie gesagt, gestern waren wir sehr müde. Haben nur was gegessen und die Sachen gepackt, ausgepackt, besser gesagt. Und haben geduscht, dann haben wir direkt geschlafen. Es ist gerade sehr hohe Luftfeuchtigkeit hier in Manila. Es sind ca. 33 Grad. Ungefähr 33 bis 35, aber fühlt sich so an wie 40 Grad. Ist sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Ah, da hinten gibt es auch ein IKEA. Ja, IKEA. Müssen wir jetzt über. Wo lang müssen wir jetzt laufen? 200? Was meinst du? 200. Nee, ich meine, wo lang wir müssen. Diese Überführung müssen wir durch die Brücke. Komm, dann laufen wir mal hoch. Mit dem Aufzug? Nee, warten wir auf dem Aufzug. Ist schon da. Ja. Ja. Wir müssen hoch. Sie macht das alles automatisch da. Jetzt sind wir hochgefahren mit dem Aufzug. Überqueren wir durch die Brücke die Straße, dass wir in den Einkaufsmall reinlaufen können, wie gesagt.
I find it's nice, schön, gefällt mir. Ich bin ja nicht zum ersten Mal hier. Das dritte Mal jetzt schon auf den Philippinen. Das ist hier die Einkaufszentrum Mall of Asia in Manila, Philippinen. Das ist auch hier wegen Weihnachten, haben sie hier schon alles vorbereitet. Im Einkaufszentrum, ne? Ja. Hier gibt es auch einen Weihnachtsbaum und einen Weihnachtsmann. Jetzt laufen wir rein in den Einkaufszentrum. Es sind sehr verschiedene Läden hier. Wie gesagt, ist sehr ziemlich schön hier. Ja. Hier gibt es auch einen Friseur. Also man kann einmal hier draußen laufen. Man kann hier draußen laufen. Nachts wird das auch alles hier beleuchtet. Und man kann auch reinlaufen. Also das sind die Geschäfte, die draußen sind. Es gibt sehr verschiedene Geschäfte auf jeden Fall, wie gesagt. Verschiedene Geschäfte gibt es hier. Ich denke, über 1000 Geschäfte hier. More than 1000. So groß da. Sehr groß, ja. Das ist ja sehr groß hier. Sehr großes Einkaufszentrum in Manila. Also. Die philippinische Leute, denen gefällt das hier, Einkaufszentrum. Die sind den ganzen Tag hier. Oh, da ist ja ein Flugzeug. Hier sind ja Geschäfte. Verschiedene Geschäfte hier auf den Philippinen. David's Salon. Was kostet hier ein Haarschnitt? Ich muss auch meine Haare schneiden. Der hier? Ah, ist berühmt. Ich muss auch auf jeden Fall meine Haare heute schneiden. Ja. Also man kann hier den ganzen Tag rumlaufen. Ich könnte ja das alles gar nicht aufnehmen, weil es ja so viele Geschäfte hier gibt. They're open from 10 in the morning to 10 in the evening. Ja. Verschiedene Geschäfte. Mir gefällt das auf jeden Fall. Das war draußen, jetzt laufen wir rein, ne? In die Einkaufszentrum laufen wir jetzt rein. Ja, alles schön. Das ist auch ein Geschäft von DJI.
Also meine Actionkamera, die ist auch von DJI. Die ist auch von DJI hier. Ja, die ist auch von DJI. Genau die Kamera habe ich hier auch hier. DJI Action 5 Pro. Das ist meine Kamera, mit der ich gerade aufnehme. Also die Qualität gefällt mir. Ja, die haben auch Drohnen. Ja, Drohnen. Die haben auch Drohnen, wie gesagt. Verschiedene Geschäfte. Mir gefällt das auf jeden Fall. Ich pausiere mal. Check. Jetzt sind wir reingelaufen. Wir haben kurz unsere Taschen kontrolliert. Wegen Sicherheit. Ah, da gibt es auch ein Decathlon. Ja. Decathlon haben wir auch in Deutschland, natürlich. Willst du ein bisschen aufnehmen? Soll ich dir das Mikrofon übergeben? Willst du noch zum Decathlon? Ja. Ja. Gehen wir mal zum Decathlon rein. Vielleicht gibt es da was, was uns gefällt. Okay, ich mach mal kurz auf Stopp. Ja. Wir haben kurz beim Security nachgefragt, ob wir aufnehmen dürfen. Er hat gesagt, er hat nichts dagegen. Also wir dürfen aufnehmen. Also so in so Geschäften besser, man fragt nach, dass man da keine Probleme bekommt, wie gesagt. Deswegen immer beim Security nachfragen. So draußen kann man ja alles aufnehmen, aber wenn man in den Geschäft reinläuft, besser nachfragen. Das gibt es auch alles in Deutschland, aber manche Artikel sind anders da. How you doing? Hi. You good? And you? I'm good. Yeah, for holiday? Huh? You come for holiday? What's that? For visiting Philippines? No, I'm Filipino as yeah. Well. Yeah, really? Yeah. You're under the old ancient... yeah, you look like European. Yeah, yeah, I'm Hispanic. Spanish, yeah. Hispania. Yeah, it's good. Half. We come from Germany. You come from Germany? Yeah. Cool, buddy. Frankfurt. Frankfurt, yeah. I know Frankfurt, yeah. So you both are just traveling? Yeah, just traveling. And then going back after? No, we arrived yesterday. Yeah, oh yeah, yeah. Yesterday. Yeah. And we stay here 5 days in Manila and then we fly to Mindanao, General Santos. Right. Oh, yeah. You're for Gensan. Yeah. Well, yeah, that's a big island here. Yes, there's many islands, yeah. A lot of beautiful spots. Yeah, we'll visit also Boracay and something like that. Yeah, that's good. Yeah. Here in Manila, yeah. You could go to Hulugan Falls. I've never been there, yeah. But it's close by. Yeah, maybe. Hulugan Falls. It's in Louisiana, Laguna. Yeah. Yeah, Hulugan Falls. Maybe about 2 hours drive from here. If you have a car, you can quickly go there for the day and come back before night. Hulugan Falls. Thanks, sir. Gracias. Thanks, sir. Yes. Okay, thanks, sir. He's half Spanish, half Filipino, he said. Oh. I said, you look European. Spanish. Yeah. European or American? He said, I'm half Spanish. Maybe his father is Spanish. No problem. You want to buy something? Looks for running. I feel like... I'm not sure, but sometimes some article is cheaper than Germany here. Really? Not so much, but a little bit. I don't know him, and he said, "How are we doing?"
Yeah, he's kind. Here, you can buy. This is for ladies or for men also? This is tennis cap. Really? Yeah, but it's fine also. Yeah. How I look with that cap? It's good. It's good? Yeah. It's 550 pesos. But it's a good one. Yeah. It's also, this cap protects your face from the sun without getting the way. Yeah. Means? Like long or you like? Yes, also. Not bad. It's a sun protection. Okay, I take that one then. Better black or white? This is the white one, but black so. Black, yeah? Okay. Okay, I take this one. I'm not bringing also any back. Yeah. It's good, I take it. I mean, for 550 pesos, around like 8 to 9 euros is okay, that cap. From Decathlon. They have a good stuff also here. This cap is also from Decathlon as well, this one, what you're wearing. I like this cap. Yeah, it's really nice. Yeah. There's some shorts, you see? We bring also some shorts. Yeah, I also bring. But you see, it's discounted. Yeah. All for 320. But this one is better. But this is for fitness, they said. For fitness. Okay. Dieses T-Shirt ist auch nicht schlecht hier. Hier steht Manila, Philippinen. Für 320 Peso, das sind rund 5 Euro, oder? 5 Euro sind das ungefähr. Ich denke, ich hole das. Aber das ist dasselbe T-Shirt, ne? Steht da drauf etwas, warte mal, die Beschriftung. Soll ich das mal kurz aufmachen? No, this is a weiße. Das ist ein anderes Modell, siehst du? Deswegen habe ich ja geschaut. Oh mein Gott. Where is this T-Shirt? Maybe another wear. Komm. You check it. Aber das ist auch nicht schlecht. Ja. Hier ist auch so, das ist auch Cotton. Baumwolle, Brooklyn, weiß es nicht. Ah ja, schauen wir mal weiter. Das ist für Frauen. Okay. Ich bezahle das jetzt. Ich muss das scannen. Hm? Okay, I have it. Ich habe Loyalty Card. I need to scan it, love? Yes. Okay. Okay. Ah. Okay. I pay now. Ich habe meine Karte hier. Do we need a bag? No. Finish and pay. Credit card.
Okay. Wir haben bezahlt. Okay. Das war's. So. Genau, das war's. Komm, wir gehen raus. Wir gehen zum NBA Store. Basketball. Wir pausieren mal kurz. Ja. Wir haben nachgefragt, wir dürfen aufnehmen. Da. Schatzi. Hier, Golden State. Wie heißt er mit Vornamen? Curry? Stephen Curry. Stephen Curry, ja? Das sind originale Trikots. Das jetzt means, that's ja. How much is that? 4795. Aber schön. Das ist original. Willst du? Aber original, ja? Willst du? Aber willst du damit rumlaufen? Das ist ja was für Männer, ne? NBA Philippines. $995. Das ist ungefähr. Ungefähr 15, 16 Euro und die originale T-Shirt. Ist normal. Das ist auch schön. Auch schön, ja. Aber wir schauen mal weiter, da gibt es viele Sachen. Williams Green. Jetzt wird Signature, Original Signature, they're already. But this one is also with love. I want to take James. The Stephen Curry. Ah, the blue one is better. Golden State. This one. That looks really good. Das ist XL. Great love, this is the XL. Alles XL, aber ist genug für mich oder zu viel? Ja, wir schauen mal weiter. Durant. John Michael Jordan, Chicago Bulls. Schön. T-Shirts. Golden State ist da. Das von Golden State. Ich kaufe zwei Stück. 1000 ist normal. Schön. XL. Wer ist besser? Warte mal. Da gibt es so viele. Golden State.
How much is that? I can't see the price. Here is it. 1.5 love. 1.5. It's original also. Stuff. It's so good. XL. $1,300. I want this one. Aber X large is that one. Yeah. Yeah, das ist schön. The XL is good for me or that's so gross? We can ask maybe they have here. The large there. It's different design. Fragen. Ah, das ist large, aber auch einer da. This one is yeah. Do you have that in large size? It's all large. Oh, yeah. Okay. Okay. It's only two pair. Thank you. No problem. But I try it still. Maybe when I wear it, it's different. Where is the trying room? Here is also one t-shirt. This also curry. This all good. This is like. What? 1.5 discount. Large for me, large or medium for me, love? This is large. I try this both. And for you, also we try one. San Francisco there. It's good. Can you ask where's the fitting room? Where is the fitting room, sir? Okay. Let's try it there. Where's the first? Salama. That's good for you. Yeah. Play basketball with Jasper. Okay, das ist gut. And the andere? Ich muss das probieren. Okay. Das ist ja auch ein anderes T-Shirt. Das ist die von Curry. Das passt mir. Ja. Das wird auch ein bisschen kleiner, wenn man das wäscht. Okay, super. Super. Ich kaufe die zwei. Das kostet 19.000. Yeah. 20,900 in 90. Yeah, this is the special one. Yeah, it's the collector's item. Yeah, yeah. Everything here. Yeah, that's different. Thank you, sir. It's good. All for you? The check file for you. This is good for me already. They have Kepi love. Our it's all original. Golden State. Okay. And for you? Huh? It's also good. Golden State. Hast du bezahlt? Dankeschön. Wir bezahlen gerade. Ja. Das ist auch schön. Das ist eine Wasserflasche, okay? Temo. Yeah, you take also then. Oh.
Salamat. Thank you so much. Okay. Yeah. Okay, wir haben vom Golden State NBA etwas gekauft. Wir gehen raus. I can buy milkshake with this. Yeah. Thank you, sir. Jetzt gehen wir raus. Das war der NBA Store. Sehr schön. Ah, Golden State. Yes. Jetzt ist schon etwas dunkler geworden. 17.37 Uhr. Hier sieht man die Stadt. Also, man kann das sehen, ja. Schön. Vorhin waren wir da bei NBA Store. Die Sonne ist untergegangen. Jetzt gehen wir Richtung Strandseite. Da war das Einkaufszentrum. Wir sind hier direkt am Strand. Ja. Das Einkaufszentrum befindet sich hier direkt am Manila Bay, an der Strandpromenade. Sehr schön. Wow, das müssen wir fahren. Willst du? Das ist so schön. Oh. Machen wir? Drop Tower. Da gibt es auch ein Riesenrad. Kurz mal die Update gemacht. Na? Where you want to go? Wunderbar, wunderschön. Gehen wir mal zum Strand. Okay. Ein sehr großes Weihnachtsbaum. Thank you.
Willst du Milk Tea? Das ist sowas wie eine Kirmes gerade. Das ist eher etwas für Kinder. Ja. Später. Laufen wir hier lang oder da lang? Mir ist egal. Yes, ma'am. Ito ma'am, pray na kayo. Magpapatok lang yun. Later, later. Only pop the balloon. Oh, this one is so cute. So nice. I want to win you. Spicy hot dog. Yeah, I want it. Stellen wir uns hier mal an. Ein paar Rindswürstchen essen. Gibt es noch was für Popcorn? So ist das. Die Frau sagt, wir essen doch etwas anderes. Schauen wir mal, was gibt's hier. Willst du so etwas essen? Okay. Ja, so etwas. Das ist japanisch? Okay, probieren wir. Ein bisschen scharf bei mir, ja? Aber welche? Das ist... Ich weiß nicht, was das ist. Cheese oder Overload? Overload ist die Abkürzung. Okay, mach mal. Magkano yung Overload nito? 160? 160 gram. 6 pieces. Okay, isa pa Overload. 6 pieces? Apa. Sehr schön. Die Frau will auch so etwas trinken. Das Kokosnussjuice. You have it? Nein, ist hier. Ich nehme alles auf. Das ist alles hier Straßenessen. Streetfood. Was willst du trinken? Das hier? Willst du? Jamaican. Kefir. Das ist Kefir, was ich trinke auch. What? Ah. Kefir? Wie Ayran. Willst du? What? Ja. Aber mit Flavor. Ja, ist kein Problem. Das ist okay. Normal. Welche? Ich nehme eine mit Kefir, mit... Mango oder Pineapple, Lychee, Watermelon, Strawberry. Probier mal Mango, Banane. Mango, Banane? Ja. Yeah. Okay.
It's good. And for me, mango. I want one kefir mango banana, please. Salamat. And for me, oh, I can't decide. Das ist so etwas wie Iran. Pineapple mango. Kefir aus dem kaukasischen Bereich. Viele Russen trinken das auch. Ist sehr gesund. Das war das Essen, was wir geholt haben. Wie heißt das? Takoyaki. Schön. Probier mal Kefir aus Philippinen. Ja. Hier sind wir auch noch live im TikTok. Ah, heute habe ich das schon gegessen. Heute Mittag. Turks. Das ist so Döner. Türkische Döner. Besser gesagt philippinisch, aber der Name ist türkisch. Das ist schlau gemacht hier. Verkaufen Sie Kefir und da drüben beim Turks. Also ist ja eine gute Mischung für die Getränke. Deswegen, hier holst du deinen Kefir und da holst du deinen Döner. Auf den Philippinen. So sieht der Kefir aus. Mit Geschmack. Ich mach mal hier die Plastik hier hinschmeißen. Ja. Muss mir Vorbild sein. Ich habe den Plastik weggeschmissen vom Kefir. Hier. Isst du dein Essen? Schmeckt das? Ja. Ich probiere meine. Hier mit Squid. Mit Octopus. Baby Octopus. Ich probiere es mal. Ja. So was wie Japanisches. Wie heißt das? Takoyaki. 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 Okay. Dann? Also ich muss sagen, das Kefir schmeckt ungefähr wie vom deutschen Supermarkt. Ungefähr. Man schmeckt halt dieses Säure, das was sauer ist, also so muss das ja sein. Jetzt laufen wir mal weiter. Oh, das ist ja auch gut hier, Pizza. Kebab und Pizza. Kebab und Pizza. Was? Ah, KCP Pizza. Ich habe Kebab verstanden. Seafood Island. Willst du sitzen? Bier trinken. Can we only take some snack? Seafood Island. Was? Willst du was essen? Hier, Seafood? Das ist alles Bars. Kann man etwas trinken. Alkoholische Getränke werden auch serviert. Und gibt noch viel Fisch, Seafood. Seafood. Hier
gibt es noch Live-Musik. Live-Musik. Willst du sitzen? Ja, komm. Wir sitzen mal hier ein bisschen. Wo willst du sitzen? Ja? YouTube. Ja? Hier? What's up, everybody? What's up, yo? Yeah. NFC Napoleon is over here. Hello, sir. Welcome here. Pizza by Ace. Hello. Would you mind if I'll be asking where you're from, sir? Where are you from? Me? Yeah, no. Your wife. Where are you from, sir? From Germany. Germany, sir. Sorry, I can't hear you. Germany! Welcome here! Welcome, guys. At syempre yung mga long table natin dito. Baka may sineselebrate kayo, ha? Meron ba? Yes. Family! Birthday ito. Sino po yung may birthday dyan? What? Si madam. Pwede mo na yung malamang ang pangalan? Pangalap. Jen. Yeah. Happy birthday po. Ayan, siguro bigyan natin ng ano. Birthday song. Yes! Happy birthday to you. Still early, but they didn't know many people there.
Applause loud. Yes, that was for you too. Merry Christmas. Sure. Thank you so much. Thank you so much, Nino. Thank you so much. Something from Freddy, I believe. That's a big one song, guys. Thank you. Thank you. You can be too bad, Mama. I know how to undress me. Let me be your fantasy, babe. You can be mine. You just leave it all out to me. We can have a good time. To run my world, and know the simple as that I'm hoping that I'm going. I just want to get some time to know. Kiss. You better dance now. Woo! Our non-Filipino friends, welcome here at Pete's Place, and this is our Sunny Say, guys. Yes, thank you, that's all. Kasi ano yung English ko, ano lang, 1 second lang eh. Kaya lang siya tuloy-tuloy. And so our foreign guests have seen up in here also. Holy couple. Holy couple is in the house, welcome here at Pete's Place, and of course to all our guests stay with us. Most especially sila ma'am, ano? Si Ma'am Ned. Diba? Mag-request pa ulit yan, Ma'am. Siyempre. Thank you for staying with us. Sabi ko kasi, Marina, first set yung sayaw, no? Oh. Wow! Sige, unahin na natin itong karaoke na ito. Hindi man ako. So, ganito yung tono ko, diba? Sige, first request. Sige, thank you so much. Sayaw namin, guys. Sayaw mo, hindi na makalala yung mga songs. Alright, this is for you, guys. Isip pa ba ang harapin? Maraming ikaw ay nagtatapa ka. Chico, ikaw ba? Chico? Sino ba kong huwag ang gano'n na nakasapa? At kung sisinto na ako sa kaba. Nanapa si Chico. Sounds like Chico, Marang. Someone yes. Stay there and someone will come back and get the pizza. Hope you stay, guys, until we're fine. Alright. Santana. Here's another request song. Thank you so much for the compliment, sir. Something Santana.
and windows I can feel you. And when we are far, and the things I've got to hold on, that's a real song we deserve. Thanks so much, sir. Thank you. It's good. That's the best song I did here. It's a real song from Beyonce. Wow. It's a request. It was good. It's a request, guys. That's our favorite. Like it. That was my request. Jetzt sind wir rausgegangen aus der Bar. Vier Bierchen waren genug, oder fünf waren das. Jetzt wollen wir dieses Riesenrad da fahren. Hier gibt es auch noch lauter Bars in Manila, Philippinen. Oh, das ist ziemlich groß hier. Mein Gott. What is more bigger, this one or in Thailand? This one? Yeah, this is bigger than Thailand. Really? Yes. Huh? Yes. You can take this in one picture. In Thailand war größer oder kleiner? No, it's kleiner. Mein Gott, yeah. Ist das sicher? More bigger than Thailand. Ist das safe? Okay, das ist ja riesig hier. Ja. Was ein Riesenrad hier. Das ist ziemlich hoch hier. Okay, dann fahren wir das halt. Wir müssen erstmal zwei Tickets kaufen. Ah, übrigens, hier ist das Konrad Hotel in Manila. Das ist das Konrad Hotel. Was ist regular VIP? Was ist VIP? What's the difference? I don't know, what's the difference? Maybe they have camera inside? You ask. Wir fahren halt das Teil hier, das ist ja riesig hier. Salamat. Jetzt haben wir die Ticket gekauft. Wie viel haben wir bezahlt für zwei Personen? 400. 400 und dann zwei Tickets. 400 Pesos. Das ist gut. Wir sind alleine oder mit Saman? Wir sind alleine oder nein? Okay. Sehr schön. Ich habe jetzt schon Angst. Ai, ai, ai. Wir sind gleich dran. Da ist auch das Konrad Hotel.
Und du? Nein, es geht schon. Ich habe keine Angst. Ja? Ein bisschen. Ich weiß nicht. Was denkst du? Eine Runde oder zwei? Müssen wir mal schauen. Aber ich muss ganz hoch. Normalerweise fliege ich nicht, fahre ich nicht solche Sachen. Wir sind jetzt dran. Jetzt kommen wir rein. Was ist los? Genug. Aber es ist sehr lang. Ja, ich habe Angst auch. She's also shaky. Why are you going inside then? Hat Angst. Ich habe auch Angst. Gehst du rein, Schatz? Thank you so much. Hi, Mom, sir. Hi. Ready? One, two. Again. Thank you. Thank you. Ach so, zum Handy aufladen. Wo? Oh. Hier. Mach du mal, ich tu mal meine... Kein Charge davon? Maybe don't move. Warum? Warum? I don't know what's that. That's charging. But don't do it. Why? Okay. Because it's like for emergency socket, you know? Yeah, okay, okay. Alles gut? Alles gut. Bleibt er stehen? Huh? It's not stopping. Okay. Let's do it again. Mach ein bisschen. Did you make so much speed? No, don't touch it. Oh. It's getting high. Yeah. Hast du Angst? Nein, du? Mission. Alles gut. Relax. Ja. Entspann. You see that? Wow. Geht so hoch. Hold. Und da ist der Strand. Ja? Mach nicht so. Ich habe Angst. Yes. Mama, hilf mir. Geht's noch höher? Ja. Getting more higher. Sehr schön. Oh. I don't move. I make clear the camera. Wow. Ist mir schon schwindelig. Been watch. Oh, ja.
It's getting more higher. So nice, love, you see? Das ist noch höher als in Thailand, was wir waren. Yes. Oh, das hört nicht mehr auf. Das ist zu hoch. Wie viele Meter ist das? Kannst du mir das? Nein, nein, ich habe Angst. Warte, mach du mal weiter. I need to make a picture. Mach du weiter. Das ist noch höher als in Thailand. Wow. Das ist jetzt. Geht noch höher? Yes. More higher. Higher than the sun. Shh, don't sing. Ich hab Angst. Ich kann nicht mehr runterschauen. You see the ocean, it's so nice. Ich kann nicht mehr runterschauen, du sagst Ocean. Yeah. Warum wackelt das so? Huh? Why is shaky? Where? This one. It's normal. It's windy here up. Mach mal, bei dir, ich hab Angst. Look at the building, it's so nice. What happened? Schön. Geht noch mehr höher? Ja. Wir sind schon über die Wolken, was ist das? Mama. And it's so slowly, yeah? Yeah, we are on the top already or not? Yes, not yet. Still not on the top. Soon or not? No. Wieso ist es stehen geblieben? Huh? What happened? Ist aber schön. Yeah. Look at, open your eyes, it's beautiful. Yeah. I want to move there. Nein, don't move. Bleib da, wo du bist. I can take pictures. Okay, egal, mach von deiner Seite, das wackelt das Teil. Hör doch auf damit. Shh, bleib da, hallo. Das wackelt, bleib da. It's nice here. Bleib mal da. Okay. Meine Güte. Ich kann... So nice. Uff, bleib mal, lehn dich mal ein bisschen zurück, das wackelt. Au, au, ei, ei, ei. Lach nicht. Ei, lach nicht. What happened? Geh nicht in mein Gesicht so rein. Yeah, we are in the top now. Uff. Wow. Wir sind schon über die Wolken. Huh? Machst du auch normale Videos mit deinem Handy? What? No, it's fine with this one. With your phone, you make also. I make it. I hold this one. Give me. Okay. Also, ich habe keine Angst. Nein. Ich habe keine Angst. Uff. Das ist ja. We're going down now. Yeah. Wir sind über die Wolken. Oh, das sind locker 400 Meter oder was? Oder ich schaue später, wie hoch das war. Halt mal das. Mach kein Licht. Danke. Schön. Oh, da ist der Ozean.
Machst du Video? Yes. Wo ist mein Handy? What? Ich mach Dual-Video. It's too late now. Was too late? Wir sind immer noch so hoch. Das reicht auch eine Runde. Zwei, ich will nicht. I want more. Only one. Später, wir müssen noch ein Ticket kaufen. Oh. Du gehst alleine. Ich habe Angst. I want more now. Let go. Ich mach Licht oder noch nicht? No need for light. Everything on light still. Eben gerade war das so hoch. Ach Mann. Oh. Oh, Gott sei Dank gehen wir runter. Schön. Oh, das waren locker über 400, 500 Meter. Ja. Das ist höher als Eiffelturm. Mein Gott, hier. Jetzt sind wir schon fast unten. Das wird ein lustiges Video. Weiter, kein Problem. Okay. Wir sind fast unten. It's good? It's air conditioned here, but you're sweating. Ja, hier ist auch Klimaanlage. It's not air conditioned. Ja. Because sometimes in the morning also they ride. This is for charging, ich denke. I think so, I don't think so. But I better not. Yeah. Das hat gereicht. Dankeschön fürs Zuschauen. Danke. Wenn euch das Video gefallen hat, macht einen Daumen. Salamat. Das war erstmal genug, später wieder. Willst du nochmal? Nochmal? No. Warum? I need to take some pictures. Willst du kaufen? Nicht kaufen. Was kostet? Take Fotos. Ah, hier gibt es Fotos, die sie geschossen haben. Schaut euch das Teil an. Das ist ziemlich hoch. Riesig. Jetzt will meine Frau hier das Bild abkaufen. I pay for the photo. Ja. And I think that's a good souvenir for us. Die hat sie bezahlt. Jetzt geht sie da abholen, den Ticket. Ich meine, das Bild. Will sie abholen. Das ist das Bild hier. Aber which one you like? The other one or the other one? Ist egal welches. Auch gut. This one. Okay, this one is better. Okay, this one. Yeah, it's good. Thank you. Hier wird das Foto jetzt ausgedruckt. Das nehmen wir natürlich mit als Erinnerung. So heißt das hier. Hi, yes. Hier holen wir die Fotos ab. Ich habe gesehen, ich habe nicht mehr so wahrlich.
Das ist ja ein Riesenteil hier. You show them how high it is. Ma'am, check your photo, ma'am, sir. Sir, check your photo, sir. Oh, hier sind auch lauter Bars noch. War ziemlich hoch. Das war ein schönes Erlebnis hier, auf jeden Fall. Auf Wiedersehen, Riesenrad. Like bigger than Thailand. Like ja, das ist groß. In Thailand I can only see like this, but this one I need to make my ears. Ja. Ah, das war sehr schön. Like it? Machen wir weiter? Yeah. Why in Germany do they not making like this? They're normally they're good with these things. Die haben aber, ich weiß nicht wo. Ja, yeah, but this vielleicht auf. Like this. Ja, vielleicht in der Dippi-Messe in Frankfurt. Ah, oh, I'm in close now. Already? Ah, it's 10. Willst du Massage gehen? Massage. What? Ja. I don't know where. Wollen wir uns noch eine Massage gönnen? I'm so sticky, love. I need to. Ah, erstmal duschen und dann gehen wir Massage. Okay. I feel so sticky. Ich denke, wir gehen erstmal zum Hotel. Okay. Duschen und dann gehen wir Massage. Wenn wir schon hier auf den Philippinen sind, wir müssen gehen Massage. Hier gibt es schöne Massagen. Ich habe auch hier vom Flug Schulterschmerzen, Rücken, Knie, alles drum und dran. Komplettes Körper tut mir weh. Ah, das Riesenrad sieht man auch hinter uns, siehst du? Da ist das Teil. Ich bin ja schon hier am Schwitzen. So happy. Yes. At the same time, I'm. Pause. Pet Lodge and Family Cafe. Das ist sowas wie. Wenn man Tiere hat oder Katze oder Hund, kann man die auch, glaube ich, hier reinbringen. Sehr schön. You want to go here inside? Yes. Warum? Wir schauen uns mal um. Es gibt so. Ah. Ach so. Man kann die Tiere hier ablassen. They grooming them. Ach so, die schneiden die Haare von den Tieren. Ja, yeah, I want to go inside. Und das, da gibt es auch Belüftung. Für die Katzen ist das. Schickst du Jasmin? Ja? Ja. Meine Schwester, die hat ja auch zwei Katzen. Oder das ist auch für Leute, die ihre Katze hier ablassen wollen. Für ein paar Stunden. Aber die schneiden auch die Haare hier. Ah, oder kleine Hund auch geht. Ah, das ist ein Hund. Grooming and Lodging Rules. Ach so, die lassen sie hier für ein paar Stunden oder für eine Nacht. Die passen auf die Tiere auf und alles drum und dran. Schön. Alles, Teeth Brushing, die Zähne putzen. Schön hier. Da sind keine Katzen, ne? Ist noch Cat hier? Wie an anderer Seite. Ah, Play Area for the dogs and everything. When you have a pet, you can bring here. Ja. Maybe? You want to bring here? For Jasmin oder was? No, there's so many cats there outside. Can I buy only the food? For who? For the cats? Jasmin's cat? For the cats there.
Okay, wie viel kostet? Nimmst du? Ja, schön. Whiskas ist gut. Ja, ist auch gut. Whiskas. Whiskas ist auch gut. Jetzt hat meine Frau Katzenfutter gekauft. Sie möchte, dass wir Straßentiere. Playwall. Es gibt ja auch alles Zubehör für die Hunde und Katzen. Schön, ja? Das ist Cafeteria und hier eine kleine Bar. Aber auch für Katzen und Hunde. Ja. Chicken drumsticks. I think Bounty and Sushi will like it. Salamat. Salamat. You want to check more? You want to check something? Yeah, it's good. Here for something. You want to go sit there outside? I give it. Ah, you want to give for the cats? There are three cats, yeah? You want? Okay. Salamat. It's up to you. We give this for Yasmin. No. Really? Yeah. Hier kann man auch Fahrräder ausleihen. Fahrräder für eine Person. Und da vorne gibt es Räder für zwei Personen. 200 Peso per yes. Hour. Zwei Personen. Das sind Fahrräder für zwei Personen. Also besser gesagt, Räder, ja. Wir suchen nach Straßenkatzen. Wir haben Futter gekauft für die Straßenkatzen. Deswegen schauen wir nach Straßenkatzen. Jetzt haben wir eine Katze gefunden. Zeig mal deine Katzenfutter. Das haben wir gekauft. Für Biskuit für die Katzen. Catnip. Ja, sie isst gerade. Sie hat Hunger. Biskuit für die Katze. Sie hat sehr viel Hunger. Warte, I give. I will be a tractor. Yeah. Warte, ich nehme ein paar Stück. Pss, 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 pss. Pss, pss, pss. Geh. Geh. Geh, geh. Geh. Pss, 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 pss. Hier, pack. Brege. Pss, 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 pss. Sie frisst auch. Sie hat Hunger. Die Katze. Geh, 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 geh.
No, not this one. Psst, psst, ke. She's eating, ke. Psst, 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 ke. Schön. Sie hat Hunger. Ich mag das, ja? Die Katzen füttern. Sie hat Hunger. Komm, komm. Ups. Schmeiß das nicht hier. Sie hat auch Hunger. Ja, bitte. Schöne Katze. She's full of here. Die hat Hunger. Gib ihr mal. Gib ihr Love. Guck mal, besser mach mal hier. Oder so, she is not eating dirty. Okay, pss, 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 pss. Jetzt haben wir eine andere Katze gefunden. Pss, 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 pss. Pss, 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 pss. Okay. But on the, she want to lay down on that one. But you think she not eating the grass? Sie ist auch, das ist ja speziell mit Vitamine gereichert. Sie hat auch Hunger. So much hungry. Sie hat sehr viel Hunger. Sehr schön. Mashallah. Ah, she want more. This one is more hungry. The another one is full already. She go away. She is auch bisschen dünner, etwas dünner. She's thin. They want to play. Ja, sie ist. She not stop. Don't scare. Only one jump. Good. Give like 3 peaches. This one is really so much hungry. Like,
like 7 or 8. Anyone's enough. Keep more. He's so much hungry. But she's full almost. Mmm. Lomas! Meow! Because she take it out already. It's enough, I think. Okay. Oh, strong now. Bye bye. Bye bye. She feel good now. Yeah. Now she's not stressed. Ah, comes to me. But I hope she not pee on me. No. Ah, she want to play. Ah. She play. But she's a girl, I think. Whoopa! It's me. Smell. She's happy. She's not biting. Say thank you. You're welcome. You're welcome. Say thank you. Yeah. Our little friend say thank you. Yeah. Say thank you. Our little friend say thank you. Where is she? Sleeping with me here. Oh, she's making a flex. That's cheating. Ah, comes to me so much. You wanna like protect me? Not licking. Hello. She want more? You want more food? She want more? Yeah. That's the thank you of the cat. Coming to. Making like friends. Gibst du noch zwei? Yeah. Whatever your new friend. Ding. Ding. Yeah. She's eating. Huh? Your new friend. You don't want to touch? No! Peter! Peter! Stay on the side! Here, come. Peter. Don't pee on me. Peter. Ah.
The way she want to finish all. This one is so much hungry. Ay, ay, ay. Wanna come with us? To Germany. You take her to Germany. Come. Go. Sie will noch mehr. Ah, ah. Likes you. They said that the cats likes you, you're a good person. Yeah? I am also. But her, she likes me. She likes me more. You feed, but she come to me. And she's a girl. Maybe. Sit, sit, sit. Guys, tayo dito ba? She reflects. I'm sure. Cook, I go here. Are you a food? How do you? Yeah. She comes to me first and then I ask her. But she's full. Yeah, I think so. Stretch. Why are you mad at me? She will noch mehr essen oder nicht? Jetzt haben wir noch eine andere Katze gefunden. Die ist auch schon seit 3 Minuten. Sie sah ganz schwach aus. Jetzt geht's ihr besser. Sie mögen diese Biskuit für Katzen. Da sind auch Vitamine drin. Guck mal, kann ich mal lesen? Ja, da sind viele Vitamine auch und auch für Biscuits. Made with fresh human grade ingredients. Yeah. Yeah, let's give power this one. Thank you.
little slowly. She's because she needs sweet food. Now it's so much full. Oh, she's reflexing now. Water. They make something. Yeah. Is that normal? Yeah. Jetzt hat sie Power bekommen auf einmal. Really, she's so weak. Jetzt geht sie stark. You feel better? Yeah. Feel better now? Here, mom. Here. Psst, 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 psst. Here. She. You take this also? Huh? Take this also? Ja, wie stark jetzt? Wow. Ja, it's a special for the cats. Yeah. For everything. Look at her now. No, she feels better. Ist auch. Sie hat auch Hunger. Ja. Sie ist auch. Sie isst, sie hat auch Hunger. Sehr viel. Sie ist stark. Gib viel. Die sind auch hungrig. Uff. Getting strong. Katze, schön. Die sind schön. Sehr schön. Hershey and Bounty, they have a good life. Yeah. They like to eat it. If you are in Germany, you will get fat also. Yeah. Hi. Sorry. It's disturbing you, sir? It's not an understand. Huh? Gib noch ein bisschen, dann gehen wir. Hier noch eine Katze. But she is little big. Okay. Okay, bye. Give you energy, believe me. Jetzt gehen wir Richtung Hotel. Das ist genug mit dem heutigen Video. Was?
But why they goat? Was? Kein Problem. Das ist auch ein Riesenhotel. Konrad. Das war Manila Bay, aber nur eine Seite. Das ist nicht komplett. Aber war schön. Hier ist das Mall of Asia bei Nacht. Jetzt laufen wir zurück von den ganzen Aktivitäten zurück ins Hotel. Das ist ja Garten von Mall of Asia. Rieseneinkaufszentrum. Wir laufen jetzt wieder durch die Brücke hier. Jetzt ist gerade, ich schau mal auf die Uhr, fast 12 Uhr abends, 23.45 Uhr. Da war das IKEA. Wir laufen Richtung Hotel. I prepare myself for shower. Ja, ich muss auch duschen. Here is humid, you know? Ja, die Luftfeuchtigkeit auf den Philippinen ist sehr hoch. It's different. Last week we were wearing jacket. Ja. And now we're like. Letzte Woche haben wir noch Jacke angezogen in Frankfurt. Look, I'm sweating so much. Ja. Even if it's summer in Frankfurt, I didn't feel it really like this. Ja, hier ist die Luftfeuchtigkeit sehr hoch. Humid. Mm-hmm. Coca-Cola. Okay, dann laufen wir mal weiter. Jetzt haben wir die Brücke überquert. Wir laufen runter. So ist das Leben in Asien, auf den Philippinen. Man läuft sehr viel, man hat viele Aktivitäten und es ist einem nie langweilig, meiner Meinung nach. Wir laufen Richtung Pasay. Das ist auch Pasay, oder? Das ist auch Pasay, genau. Wir haben schon 12 Uhr abends, fast 23.50 Uhr gerade. Wir laufen von Manila Bay nach Pasay, zu unserem Hotel. Da, wo der Strand war, am Anfang des Videos. Das ist Manila bei Nacht. Aber es ist recht sicher, Philippinen. Ich fühle mich sicher. Ja. Nachts laufen wir. Wie ihr seht, we've been walking for like 3 hours. 3 Stunden, ja. But I didn't feel any tired. I feel it's normal. While in Frankfurt, we haven't kind of lost. Yeah. Schön, ja?
Das ist Passai, ne? Wie heißt die Straße hier? Ich weiß nicht. Ich habe vergessen, aber das ist die berühmte Straße, wo es viele Hotels gibt. Das ist Condominium. Ah, das ist Residenz. Residenz, ja, Residenz. Ich habe das auch gesehen, wo ich buchen wollte. Mhm. Shell Residenz. Aber ich dachte mir, ich gehe wieder zu unserem Hotel, wo wir letztes Jahr auch waren. Vor 2 Jahren besser gesagt. In Hotel 101. Hier bauen sie was. Wir laufen weiter Richtung unser Hotel. Wir könnten auch das Grab-Taxi nehmen, aber wir haben uns entschieden zu laufen. Ja, ist nicht so weit und laufen gefällt uns halt besser. Ne? Manila bei Nacht. In Germany we don't walk so much here, we walk in Salah. Ja. In Deutschland laufen wir nicht so viel. Manchmal. Aber jetzt müssen wir laufen. Es gibt auch hier Fahrradstraßen, so wie in Deutschland auch. Das ist, finde ich, super. So, dann laufen wir mal weiter. Next Gen Tower. Next Generation. Next Generation Tower. Hier ist auch unser Hotel. Hotel 101, also 101. 101 Manila. Ist ein 3-Sterne-Hotel. Wir übernachten hier 3 Nächte und dann gehen wir Richtung Manila Bay. 4-Sterne-Hotel. Das ist das Lime Resort Hotel. Wir wollten mal 2 verschiedene Hotels ausprobieren. Also hier waren wir schon mal vor 2 Jahren. Das uns gefällt uns auch. Weil Preis-Leistungs-Verhältnis, direkt hast du hier ein Jollibee. Auf der linken Seite vom Hotel gibt es 7-Eleven. Und ja, deswegen, also auf jeden Fall. Da ist noch eine Katze. Sie hat Angst. Ja, das ist das Hotel. Guck mal, gib mir. Warte, ich probiere es aus. Okay, sie hat Angst. Vielleicht jemand hat sie weggejagt vorher, deswegen hat sie Angst. Jemand hat sie weggejagt, ich denke. Hier ist das Jollibee. Das ist das philippinische McDonald's, oder? Mhm. Sowas wie McDonald's, KFC gemischt. Aber das ähnelt sich eher sowas wie KFC, würde ich sagen. Hier haben wir gestern gegessen. Also das ist direkt neben unserem Hotel. Aber schmeckt auch sehr gut. Hier ist das Hotel. Hier stehen immer Sicherheitsdienste. 24 Stunden. Also. Und 24 Stunden lang gibt es Security. Also es gibt fast in jedem Gebäude hier Sicherheitsdienste. Egal ob das Hotelanlagen, Banken, gibt es halt Sicherheit. Man fühlt sich auch dadurch natürlich auch sicherer. Jetzt laufen wir mal zum 7-Eleven. Wir müssen uns Getränke kaufen. Meine Frau hat auch schon Durst. Und ich habe Durst auf Bier. Schnaps habe ich bis jetzt noch nie getrunken. Bis jetzt. Also bis jetzt habe ich nur Bierchen und so. So sehen die 7-Eleven aus auf den Philippinen. Also, man kann das aufnehmen, die haben nie was dagegen. Also, die sagen auch nie etwas.
Ich habe mehrmals nachgefragt. It's okay, Sir? Ja. Die sagen kein Problem. Wenn man in Deutschland manchmal zum Kaufland geht oder zum Supermarkt, sagen sie, manche Supermärkte sagen, ja, okay, sie können aufnehmen. Manche sagen halt, nee, mach die Kamera bitte aus oder sowas, wegen auch Datenschutz. Aber ich versuche so wenig wie möglich Personen aufzunehmen. Manchmal kann ich das nicht verhindern, wenn man irgendwo auf der Straße ist. Also hier gibt es ja viele verschiedene Biersorten. So dieses Heineken gibt es ja überall. Corona-Bier, Tiger-Bier, Kinshiban, asiatisches Bier. Dieses Red Horse ist halt sehr stark. Ich trinke immer das San Miguel Light. Ja, ich nehme San Miguel Light. It's fine, we can change them. I need to pick up. Yeah. I still have. Ja, wie viel? 200. Ist ja genug. Ja, ist genug. Wie viel Wasser zu nehmen? Only Shampoo. Okay, diese. Yeah, I also have coins. Ich habe aber oben noch Geld, in der Hotel hier. 200 ist genug. 200 ist genug. Ja, wir bringen nicht so viel Geld jedes Mal mit. Nur wenn wir jetzt halt rausgehen, geben wir so knapp 50 bis 100 Euro aus. Und das langt auch. Also pro Tag essen, trinken und diese Aktivitäten. Der Hotel ist also just here. 101, ne? Kannst du da das Geld auch mitnehmen? Meine Frau ist die Bank. Sie trägt 200. Das Geld immer. 200. Ja, haben wir ein bisschen. Sie hat Shampoo gekauft und ich habe zwei Bierchen. Das langt erstmal für heute Abend. Und hier gibt es auch nochmal Schnaps. Verschiedene Schnapssorten. Auf den Philippinen trinken sie viel Rum. Rum oder Weinbrand. Ich mach für dich auf, dann gehst du raus. Bitte schön. Ciao, Sir. Bye, ciao, it's the same. Ja, jetzt laufen wir mal ins Hotel. Ich muss auf jeden Fall duschen. Dann war es das heute mit dem Video. Das Duschen dann hochladen auf YouTube. Weil ich ja immer 4K-Videos hochlade, dauert das halt. Also je nachdem, wie schnell das Internet ist, Minimum eine Stunde dauert das. Deswegen, also ich muss das hochladen auf jeden Fall. Und mal schauen. Good night, Sir. Hier sind die Sicherheitsdienste. Die stehen immer da. Die sagen immer guten Abend oder guten Morgen, begrüßen einen, also sind sehr nett. Das ist das Hotel, das ist zum Lobby. Zeigen wir unsere Taschen natürlich. Hi, Sir. Morning. Jetzt gehen wir mal aufs Zimmer. Hier ist auch so ein Horizont-Café, ist das. Gehört zum Hotel. Nein, Sir. Ja. Ah, egal, wir müssen zum 10. Stock. Das Hotel ist 16 Stockwerke, hat das. Und unser Zimmer befindet sich auf der 10. Etage. Ah, du musst die Karte dran halten. Erstmal Karte dran halten. Und dann auf 10. Stock. Also 16 Stockwerke. Das ist ein 3-Sterne-Hotel. Also, meine Meinung, das reicht auch vollkommen aus. Just enough, das Hotel. Genug. Für das Preis-Leistungs-Verhältnis ist alles gut. Man hat ein sauberes Zimmer, die Klimaanlage funktioniert, Warmwasser, Strom, Fernseher, hat man alles da. Und
man kann sich nicht beschweren. Hier ist die 10. Etage. 4 Sterne natürlich, wo wir da hingehen werden. Dieses Hotel hat auch einen Pool. Ich glaube, müsste auch Fitnessstudio haben. Hat aber auch einen Pool. Also wir sind seit gestern hier. Wir sind jetzt bis jetzt noch nicht geschwommen. Aber vielleicht morgen gehe ich mal schwimmen in dem Pool. Ja, morgen gehe ich schwimmen. Ich gehe jetzt mich ausruhen. So. Unser Zimmer ist jetzt hier. Man macht mit der Karte schön auf. Ja. Was ist das? Das ist nicht unser Zimmer, oder? Doch. Ja, wenn du den, die haben gesagt, weil wir da. Ach so, okay. Was steht da drauf? So, in diesem Zimmer haben wir auch Mikrowelle. Gibt es auch noch Licht? Oder? Ja. Ja. Ah, hier. Jetzt haben wir das Licht an. Hier hat man ein kleines Waschbecken. Da gibt es eine Safe-Box. Da kann man sein, wie sagt man, Passport oder. Ich habe noch gar nichts im Kühlschrank. Mach mal die zwei Bier hier rein. Ich glaube, der Kühlschrank ist auch aus. Nee, es ist an. Ist an. So. Man kann auch was bestellen, auch zum Hotel. Ein Wasserkocher. Hier hat man einen Fernseher. Okay, das Bett ist halt unordentlich ein bisschen, weil wir wollten nicht, dass das Zimmer gereinigt wird. Da hier gibt es ein Doppelbett. Und dann gibt es noch so ein Einzelbett. Hier hat man nochmal so ein Licht. Man kann sich auch hier massieren lassen. Massage in dem Hotel. Also das ist das Hotel 101 in Manila. Hier ist auch so ein Stuhl und einen kleinen Tisch. Da kann man seinen Laptop vielleicht draufstellen. Hier ist die Klimaanlage. Und von hier aus sieht man ganz mal. Ich habe das Licht jetzt ein bisschen ausgemacht. Oh, man hört auch ein Flugzeug. Also ich habe hier neues Reduction. Das Mikrofon tut die Außengeräusche ein bisschen reduzieren. Deswegen hat man das vielleicht nicht gehört, aber ich habe es gehört. Ich habe jetzt ein bisschen Licht ausgemacht, dass man besser sehen kann, die Straße. Das ist Manila Pasay. Jetzt haben wir schon 10 nach 12. Heute ist der 12. November 2024. Das war's auch mit dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, macht das Plus weg. Bis zum nächsten Mal. Bye.